Die Rolle der Kirche war nicht so wahnsinnig groß. Denn wenn ich das an dieser Stelle mal sagen kann, ich bin zwar sehr protestantisch aufgewachsen, aber mit bestimmten religiösen Inhalten habe ich mich nie anfreunden können, sodass von dem protestantischen Glauben im Wesentlichen die Moral übrig geblieben ist. Und sozusagen die Faszination von Leuten wie Christus, aber an Auferstehung habe ich nicht geglaubt, habe an keine Wunder geglaubt. Ich habe diese Scheinheiligkeit, die man in der Kirche ja auch antreffen kann, natürlich beobachtet. Auch dieses Ausgegrenztsein, die sich als etwas Besseres fühlen, das hat mich alles abgestoßen. Das wollte ich nicht, aber ich hatte in dem Sinne keine Alternative. Ich fand dann wieder Zugang zur Kirche durch eine spezielle Art von Musik, die ich auch in der DDR gemacht habe. Und da sind asiatische Einflüsse mit eingeflossen. Wir haben Meditationsandachten gemacht und da plötzlich bekommst du einen Zugang zu auch, was Religion und vielleicht christlicher Glaube bedeuten kann, den man den sonst in meiner eigenen Sozialisation, also Jugendzeit, nicht gehabt hatte. Das ist etwas Neues gewesen. Und dann bekam ich wieder neues Vertrauen dazu durch die selber aktive Friedensarbeit, die ich in der Kirche machte. Die begann aber erst 88. Das war in meiner eigenen Heimatgemeinde, wo mein Vater immer noch Pfarrer war. Und da hier zu erleben, dass man seiner eigenen, sagen wir, dass man in diesem Rahmen dieser Kirche etwas sagen kann, etwas machen darf, dass man sich da entäußern kann, dass man neue Freiräume sich erobern kann mit anderen zusammen, das hat großen Spaß gemacht. Und ich bin dann auch in Kontakt gekommen zu Leuten, auch anderen Protestanten und anderen Pfarrern, die das sehr glaubwürdig gelebt haben. Und da muss ich mal sagen, da ist sie mir wieder ein Stück ans Herz gewachsen. Sie haben jetzt gerade diese Meditationsgottesdienste erwähnt. Woher kam dieser Einfluss und wie muss man sich so einen Gottesdienst vorstellen? Der Meditationsgottesdienste, die haben wir gemacht, was nichts Politisches war, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Sie hängt zusammen mit einem Jesuitenpater, der Zen-Buddhist geworden ist in Japan. Mit dessen Büchern wir in Kontakt kamen und wir das so faszinierend fanden, dass wir versucht haben, etwas Ähnliches in Richtung Meditation gehendes auch hier zu praktizieren. Und wir fanden in allen Gemeinden der damaligen DDR, in fast allen Gemeinden, Leute, die das begeistert aufgenommen haben. Und das führte zu musikalischen Meditationsveranstaltungen mit vollen Kirchen. Ich war damals fast jedes zweite Wochenende bei solchen Sachen mit, bei solchen Gottesdiensten mit, die ja sowohl Gottesdienst wie auch Musik und Konzert waren. Das hat gedauert, das haben wir gemacht, bis 1987. Das hat eigentlich in diesem Sinne keine Fortsetzung gefunden. Das war etwas sehr, sehr Eigenes. Ich will nicht sagen, dass das eine Nische war. Als solches habe ich es nicht begriffen, aber als etwas gesehen, was mich persönlich erfüllt hat. Und für mich spielte Musik damals immer schon auch eine sehr, sehr große Rolle. Und da habe ich mich ja ein Stück verwirklichen können, wenn man das mal so sagt. Ja. Ich konnte etwas von mir sagen, was ich sonst nicht konnte.